Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops. Und da werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Bewegungen der Liebesplaneten Venus und Mars, wann sie besonders romantisch stehen und wann es kritische Phasen gibt. Außerdem schauen wir uns auch die Tendenzen für den Januar an. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, denn die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Zum Start ins neue Jahr befindet ihr euch bereits in einer guten Venusphase und die geht bis zum 18. Januar. Die Venus befindet sich in Gesellschaft der kosmischen Schwergewichte Pluto, Saturn, Lilith und der Sonne in eurem 11. Sonnenhaus der Freunde. Das verspricht gesellige Aktivitäten und auch Einladungen, wenn ihr mit Geburtstagskindern aus dem Zeichen Steinbock befreundet seid. Die Lilith zeigt dabei, dass ihr auch schräge und ausgefallene Freundschaften pflegt. Saturn zeigt allerdings auch, dass ihr bestimmten Leuten, die sich nur melden, wenn sie etwas von euch wollen, auch ruhig die Grenzen zeigen solltet. Der Neumond vom 17. Januar findet ebenfalls in eurem 11. Sonnenhaus statt. Denkt doch aus diesem Anlass mal über eure Freundschaften nach, was ihr euch von euren Freunden wünscht und wo und wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Und gegebenenfalls auch, mit welchen Leuten euch vielleicht nicht mehr so viel verbindet und ob ihr daraus die Konsequenz ziehen wollt. Der Mars steht noch bis zum 26. Januar günstig für euch, und zwar in eurem 9. Sonnenhaus des Reisens. Wenn ihr also gerne Winterurlaub macht, vielleicht noch ganz spontan, ist das ein sehr guter Aspekt dafür. Aber da steht ja auch der Jupiter und der verheißt noch das ganze Jahr kosmischen Rückenwind, wenn ihr eine schöne Reise machen wollt. Ab dem 26. Januar und bis zum 7. März wird der Mars in eine Spannung zu eurer Sonne laufen, und zwar hier im Schützen. Das gibt euch beruflich viel Schwung, kann aber auch eine gewisse Gereiztheit mit sich bringen. Andererseits könnt ihr euch recht gut durchsetzen, wenn es um euer Fortkommen geht. Vom 11. Februar bis zum 7. März läuft die Venus durch euer eigenes Zeichen hier in den Fischen. Das ist auf allen Ebenen wunderbar für euch, für die Liebe, für eure künstlerischen Projekte, für eure sozialen Aktivitäten und natürlich auch, wenn ihr noch Solo seid und jemanden bezirzen wollt. Spannend wird es zwischen dem 20. und dem 27. März. Da stehen die Liebessterne in Spannung mit zueinander und zu eurer Sonne und das intensiviert alle Liebesangelegenheiten. Die Konstellation ist überwiegend prickelnd, nur Affären mit der Chefetage könnten in dieser Zeit etwas heikel sein, also Vorsicht. Die Geburtstagskinder, die Neptun auf der Sonne haben, müssen dann aufpassen, dass sie nicht durch unklare Signale Missverständnisse auslösen oder die Gefühle anderer verletzen. Vom 17. März bis zum 16. Mai läuft der Mars durch den Steinbock und damit in einen förderlichen Aspekt. Für euch und durch euer 11. Haus der Freundschaften. Das ist eine Zeit, wo ihr aktive Unterstützung bekommt oder euer Netzwerk erweitern könnt, auch durch einflussreiche Leute. Dann haben wir die nächste schöne Venusphase, die beginnt am 31. März und geht bis zum 24. April. Da geht nämlich die Venus in den Stier. Und das ist auch ein guter Aspekt für euch und vor allen Dingen macht sie dann auch sehr schöne Aspekte zu den ganzen Planeten im 11. Haus. Das ist auch wieder eine sehr gute Zeit, wo man ins Gespräch kommt mit einflussreichen, wichtigen Leuten, wo ihr euer Netzwerk erweitern könnt und natürlich auch für eure Freundschaften. Und dann gibt es wieder einen sehr schönen Venus-Aspekt und zwar bekommt ihr den vom 19. Mai bis zum 13. Juni.
Dann geht die Venus durch den Krebs und damit durch euer fünftes Haus der Lebensfreude. Das fördert eure Liebesbeziehungen und lässt es auch erotisch wunderbar prickeln, besonders in der Zeit vom 4. bis zum 11. Juni. Da kann sich eine spannende Affäre ergeben, vielleicht mit jemandem aus eurem Netzwerk oder Freundeskreis. Das kann eventuell auch heikel sein, weil da auch die Lilith beteiligt ist und Pluto noch. Ihr könnt euch und alle andere Beteiligte schützen, wenn ihr die 90-Tage-Regel einhaltet. Wartet erstmal 3 Monate ab, wie sich die Sache entwickelt, dann seht ihr klarer. Vom 26. Juni bis zum 27. August wird der Mars rückläufig. In dieser Zeit werden die meisten Menschen spüren, dass sich bei Projekten und auch in Liebesbeziehungen Verzögerungen und Blockaden ergeben, dass die Dinge nicht so recht vorangehen. Ihr seid davon vor allem dann betroffen, wenn ihr Planeten im Wassermann oder Steinbock habt. Die Fischesonne selbst dürfte damit nicht so viele Probleme haben, es sei denn durch andere, die davon betroffen sind und mit denen ihr zusammenarbeitet oder befreundet seid. Da braucht ihr dann Geduld und Gelassenheit und ihr solltet eventuelle Probleme keinesfalls persönlich nehmen. Wahrscheinlich hat es gar nichts mit euch zu tun. Während dieser Phase unterstützt euch die Venus mit einem sehr positiven Aspekt, denn vom 10. Juli bis zum 7. August wird sie durch euer Partnerhaus laufen. Das ist immer toll für geselliges Beisammensein, weil man in Begegnungen einen angenehmen, attraktiven Austausch hat. Ihr könnt das zum Flirten nutzen oder um beruflich voranzukommen. Im Austausch mit anderen läuft es rund. Dabei verbindet sich die Venus erst mit Saturn und Uranus. Das sieht man hier, dieses schöne große Dreieck. Und das spricht für eine Begegnung, die Zukunft haben könnte und trotzdem auch solide ist. Und anschließend verbindet sie sich dann mit Neptun. Da werden sich viele in euch verlieben. Bitte weckt in anderen nicht falsche Hoffnungen. Das kann besonders den Geburtstagskindern passieren, die Neptun auf der Sonne haben. Auch mit Pluto wird sich dann die Venus noch verbinden. Und da könnt ihr an jemanden geraten, der sehr vielversprechend ist, aber wo erstmal Zurückhaltung angebracht ist, weil die Person möglicherweise noch andere Absichten hat. Vom 21. bis 31. Juli sind die Aspekte besonders heiß, aber auch ein bisschen gefährlich, also lasst Vorsicht walten. Vom 9. September bis zum 30. Oktober bekommt ihr wieder einen harmonischen Venus-Aspekt, und zwar aus dem Skorpion heraus, in eurem 9. Sonnenhaus der Reisen. Und die Venus wird dann auch rückläufig, und zwar vom 5. Oktober bis zum 16. November. Und in dieser Zeit kann eine alte Urlaubsliebe nochmal zu euch zurückkehren. Wenn ihr jedoch jemand Neues kennenlernt, dann ist nicht sicher, ob diese Liebe Bestand hat. Liebesentscheidungen könnt ihr wohl erst nach dem 16. November wieder erwarten. Grundsätzlich kann das eine sehr schöne Zeit für euch werden, besonders wenn ihr auf Reisen seid oder eine Fortbildung macht, solange ihr euer Herz nicht gleich weggebt. Am 15. November geht der Mars in euer Zeichen in die Fische und bleibt dort bis zum Jahresende. Mars bringt ja immer einen Zuwachs an Energie und Vitalkraft und macht außerdem Lust auf Sex und Erotik. Und weil der Mars in den Fischen nicht so aggressiv ist, sondern eher subtil wirkt, macht euch diese Konstellation sehr attraktiv und interessant. Dazu kommt, dass die Venus ab dem 2. Dezember und bis zum 7. Januar 2019 noch einmal durch den Skorpion geht, dann aber im Vorwärtsgang. Das heißt, die beiden Liebesplaneten stehen in einer idealen Harmonie für euch. Ihr erlebt dann einen wunderbar kuscheligen Dezember mit eurem Liebespartner oder wenn ihr Solo seid, habt ihr exzellente Chancen, jemanden für euch zu begeistern. Das Jahr geht also sehr verheißungsvoll zu Ende. Das war der große Überblick über eure Highlights und die kritischen Phasen des Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr.
Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.